Wie kannst du bereits initial bei der Auftragsvergabe 10 oder 20% mehr rausholen, als du aktuell tust? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, Verhandlung ist ja ein Riesenthema, was einige Handwerker sehr, sehr intensiv verfolgen, andere weniger. Nur, es muss generell mal etwas klar sein. Wenn du es vorne, sagen wir, du willst etwas für 10.000 Euro verkaufen und du schaffst es nicht, die 10.000 Euro durchzusetzen, sondern nur 9.000 Euro. Du wirst diese 1.000 Euro, die dir verloren gehen, niemals in deine Montage wieder rausholen können. Das wird niemals gehen. Die Montage hat die Aufgabe, im Endeffekt nach ungefähr einem Plan die ganzen Sachen so abzuarbeiten, sagen, ich habe da meine 70% Kosten. Und wenn dabei was schief läuft, dann geht halt noch mehr von deinem Gewinn drauf. Also du kannst, was du vorne in der Auftragsvergabe, in der Verhandlung quasi weglässt, teilweise in der Montage niemals wieder rausholen. Bedeutet, gerade am Anfang solltest du sehr aufmerksam sein, sehr stark hinterher sein, weil die Auftragsvergabe, das sind teilweise 20, 30 Minuten, die du vielleicht anders investieren musst, die du vielleicht anders andere Dinge mit den Kunden besprechen musst, die dafür sorgen, dass danach deine Monteure, die am Ende vielleicht 2, 3 Tage auf der Baustelle sind, einfach eine viel höhere Wirtschaftlichkeit haben. Deswegen ist Verhandeln und generell das Thema, ja, wie setze ich meine Preise durch? Wie setze ich meine Aufträge so weit durch, wie ich das haben möchte? Eines der wichtigsten Themen als Handwerker, weil das halt bestimmt, für welchen Kurs am Ende deine Leute arbeiten. Und ja, das kann man, wie gesagt, nicht mehr gut machen, wenn es einmal schiefgelaufen ist. Ja, es gibt da ein paar Themen, die wir einfach uns mal anschauen wollen, die du direkt nutzen kannst. Das erste ist mal ganz wichtig, schick keine Angebote einfach nur per Mail raus. Das ist so ein Riesenthema, das ist eine ganz schlechte Verhandlungsbasis, weil schickt das Angebot. Wenn es dem Kunden passt, sagt er ja, wenn es ihm nicht passt, meldet er sich einfach nicht mehr. Und wenn er Fragen hat, meldet er sich oftmals auch nicht mehr, sondern sagt dann, ja, nee, ich habe da jetzt eine Unklarheit, ich lasse es am besten. Am einfachsten ist es, wenn du mit dem Kunden zusammen das Angebot besprichst vor Ort. Wir haben auch einige Partner, die es wirklich so praktizieren, die sagen, ich mache halt ein kurzes Vorgespräch mit dem Kunden, gucke, ob der passt, dann mache ich vor Ort und da vor Ort mache ich auch direkt das Angebot. Und dann kann er mir vor Ort schon direkt sagen, davon, was er davon hält. Er muss nicht direkt die Unterschrift setzen, aber zumindest sollen schon mal alle Fragen geklärt sein, die noch offen sind. Und wenn der Kunde dann mit seiner Frau zu Hause sitzt, die sich ja Gedanken machen, den Posten vielleicht nicht verstehen, kann sein, dass sie ihn wieder melden oder bei einem anderen kaufen, der es vielleicht besser erklärt hat. Das ist einfach Arbeitszeit, die draufgegangen ist, die nicht notwendig gewesen wäre. Ja. Ja, zweiter Punkt, der halt sehr oft aufkommt, ist, wenn du dann das Angebot machst, dass der Kunde dann sagt, ja, ist schon sehr teuer, ist schon eine Menge Geld, ja, und es einfach mal stehen zu lassen, zu sagen, ja, okay, ist auch so, machen halt viele schon gar nicht. Viele gehen dann so. Viele knicken dann halt schon ein, ne? Richtig. Ja, das kennst du wahrscheinlich auch. Du hast Situationen, der Verkäufer sagt, der kostet 10.000 Euro, das ist auch schon viel Geld. Ja. Und sofort kommt dann ein Rabatt. Ja, ich kann ihn auch also das und das anbieten und so. Und dann wird er direkt nervös, ne? Weil er jetzt denkt, oh Mist, jetzt will der Kunde jetzt verhandeln oder irgendwie noch rumfeilschen, statt dann einfach mal zu sagen, ja, klar. Ist eine Menge Geld, ist ein geiles Produkt. Aber ist ja auch ein cooles Ding, was wir da bekommen, ne? Ja, würde ich sagen, machen wir das so, oder? Ja. Und du hast feststellen, 50% der Fälle, ja. Ja, weil meistens ist das so, meistens wollen die Kunden, wenn... Einfach nur die Äußerung. Die Äußerung, die wollen einfach so, man bekommt das ja auch so, sag ich mal, in der Kindheit oder wann auch immer, so bekommt man das ja so auch, okay, man darf jetzt nicht sofort zustimmen zu so einer großen Sache. Ja. Ne? Und man muss jetzt immer nochmal irgendwie was versuchen. Reiflich überlegen. Ja. Und kommt das manchmal dazu, dass dann Leute versuchen, weil die meisten Leute sind ja auch selber als Kunde nicht so erfahren im Verhandeln sozusagen. Oder sie probieren dann halt mal so, ja, okay, vielleicht kann ich noch was machen so. Und dann sind die natürlich auch selber unsicher. Wenn die dann aber merken, dass da jemand gegenüber ist, der sich sehr sicher ist und der sehr selbstbewusst ist, ne? Ja, ist auch eine Menge Geld. Aber ist auch was Cooles, was sie da bekommen. Also lassen sie uns machen. Ne? Wenn er dann merkt, du bist ja total selbstsicher und du bist total gefestigt in deiner Meinung und du stehst auch total hinter dem Produkt, dann sagt er, oh ja, okay, dann machen wir es. Machen wir es halt, ja. Genau. Und also wir können jetzt noch viel tiefer gehen. Es gibt durch verschiedene Preisverhandlungstechniken. Mit unserem Partner besprechen wir sehr intensiv, was es da für Möglichkeiten gibt, wie du so eine Preisverhandlung, wenn er wirklich einen Rabatt haben möchte, möglichst gut rauskommst, teilweise sogar Rabatt gibst, aber trotzdem mehr am Ende raus hast, als du sonst hättest. Ja. Da gibt's ganz, ganz krasse Möglichkeiten, die halt super gut funktionieren. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Es geht nur um dieses Grundmindset, mal zu wissen, dass nicht jede Nachfrage nach dem Preis direkt heißt, der will einen Rabatt haben. Ja. Und dann geht's weiter. Das nächste Thema, du merkst schon, es geht gar nicht so um das inhaltliche Verhandeln, weil das ist meist gar nicht das Problem. Das Problem ist meistens tatsächlich, dass die schon bei kleinsten Widerständen vorne eingeknickt wird oder auch gar nicht nachgefasst wird. Zum Beispiel das nächste Thema, als wenn du so auf 3 Dinge das reduzieren würde: Preise, klar, zu Preisen stehen, Angebote persönlich vor Ort machen oder halt, wenn man es digital macht, zumindest persönlich am Telefon. Und das dritte Thema, das ist eines der wichtigsten Themen, was ich überhaupt merke, ist Nachfassen. Wenn er sagt, ja, wir sind uns dann noch unsicher, ja, ist kein Thema, was macht sie denn unsicher? Okay, mal kurz sprechen. Gut, wir kommen da gerade nicht drüber. Ja. Bis wann wissen Sie es denn?
Ja, bis dann und dann anrufen. Ja. Dann so lange anrufen, bis man die Person am Telefon hat. Das sind so viele Aufträge, die gerade rumliegen, die eigentlich darauf warten, angerufen zu werden, dass die den Auftrag erteilen können, die es einfach nur gerade nicht machen, weil sie den Kopf woanders haben, nicht dran denken, vielleicht nicht wissen, was der nächste Schritt ist, auf den Anruf auch warten. Das ist unglaublich viel. Ich finde, hier muss auch so ein bisschen ein gewisses Umdenken stattfinden, weil in den vergangenen Jahren war es halt so, du konntest dich vor Aufträgen wahrscheinlich kaum retten, wenn es deinem Betrieb gut ging und du eine gute Arbeit gemacht hast. Und da ist natürlich diese Tatsache, dass man nachfasst, die fällt hinten runter. So, ne, weil man ist eh total landunter, man hat keine Mitarbeiter. Es war aber schon damals schizophren, wirklich. Ja. Also wenn ich dann gesehen habe, dass Leute teilweise 3 Stunden für ein Angebot brauchen und dann lieber den Kunden, der jetzt gerade vor der Tür steht, das 3-Stunden-Angebot machen, als den, für den ich schon 3 Stunden investiert habe, nochmal 5 Minuten nachzurufen, ist absolut schizophren, egal in welcher Situation, egal in welcher Marktlage. Ja. Den Kunden nicht anzurufen, nochmal die 5 Minuten in die Hand zu nehmen, ist einfach nur in meinen Augen extrem arrogant, weil ich mir einfach zu fein bin, nochmal nachzufassen, dass ich mir mit diesen 5 Minuten vielleicht vorne eine Beratung von 3 Stunden eine neue Beratung spare oder zumindest diese 3 Stunden, die ich investiert habe, dadurch zielführend waren. Ja. Das sehe ich ja vielleicht im ersten Moment noch gar nicht oder will es gar nicht sehen. Aber da gibt es auch in meinen Augen keine Entschuldigung für. Also selbst in einer Zeit, wo man extrem ausgelastet war, gut, da hätte man weniger Beratungen gemacht, bei denen aber ein bisschen nachgefasst. Es ist trotzdem weniger Zeitaufwand und gleich ein Umsatz. Ja. Genau, das sind die 3 Themen. Also es ist, 3 Sachen, die von fast keiner Firma, also alle 3 Dinge konsequent vielleicht 2-3% der Firmen, wenn es hochkommt, eher weniger. Ne? Viele mittlerweile haben das raus mit Angebot vor Ort machen, das klappt dann schon ganz gut. Manche haben das auch raus, dass die dann tatsächlich sagen, okay, ich fasse nochmal nach, aber dann halt auch nicht konsequent und nicht sehr häufig. Aber wie gesagt, bei vielen ist es wirklich kleinste Einknicker beim Preis und schon haben wir irgendwie 5% Rabatt gegeben, was ungefähr 25% des Gewinns ist. Kunde meldet sich nicht, okay, wird liegen gelassen. Am Anfang, Kunde hat kein Angebot, kriegt sofort rausgeschickt und irgendwelche Standards. Und das ist halt wichtig. Schaffe Standards, verteidige die Standards, auch deinen Mitarbeitern gegenüber, sorge dafür, dass sie die auch einhalten und du wirst viel bessere Ergebnisse haben als die durchschnittliche Handwerksunternehmen und wirst halt viel besser abschneiden einfach. In dem Sinne, hoffe, da waren ein paar Sachen für dich dabei. Wenn du diese Fehler auch schon mal gemacht hast, jetzt nicht mehr machst, schreib gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.